Wir untersuchen hier einen Prozess, mit dem sich eine Alternative zum Rohöl herstellen lässt. Rohöl entsteht ja in der Erdkruste über Millionen von Jahren aus Biomasse unter hohem Druck und hoher Temperatur. Hoher Druck, hohe Temperatur und Biomasse verwenden wir hier auch. Allerdings dauert das bei uns in den Reaktoren nur wenige Minuten und keine Millionen von Jahren. Heute haben wir konkret Rapsschalen genommen und die packen wir dann eben in unsere Mini-Reaktoren, versetzen die dann mit Wasser, wenn es erforderlich ist, wiegen dazu Katalysator mit ein, verschließen die Reaktoren und hängen die dann eben in dieses Sandbad ein. Wir verwenden Sand, weil es schlicht die einfachste und praktikabelste Art und Weise ist, unsere Reaktoren zu erhitzen. Der Sand ist relativ ungefährlich. Dadurch, dass wir ihn mit Luft aufwirbeln, haben wir eine schöne Wärmeverteilung und wir können unsere Reaktoren sehr schnell aufheizen. Wir müssen das Rohöl nach diesem Verfahrensschritt nochmal veredeln, meist mit Wasserstoff, weil im Gegensatz zum richtigen Erdöl dieses Rohöl noch eine hohe Anzahl und einen hohen Gehalt an Sauerstoff- und Stickstoffatomen hat. Dieses Bio-Rohöl kann dann nach der Veredelung ganz ähnlich eingesetzt werden, wie es jetzt auch Rohöl in seinen verschiedenen Fraktionen verwendet werden kann. Das heißt, wir können daraus zum einen Treibstoffe für schwer elektrifizierbare Bereiche des Verkehrs, wie zum Beispiel Flug- und Schifffahrt, herstellen. Das Ganze kann aber auch stofflich verwendet werden. Das heißt, wir können daraus eine ganze Reihe von chemischen Produkten herstellen, so wie das eben aktuell auch mit dem Erdöl geschieht. Kohlenstoff, insbesondere nachhaltiger Kohlenstoff, ist eine sehr wertvolle Ressource, mit der der Mensch viel zu lange, viel zu verschwenderisch umgegangen ist. Daher ist stoffliche Anwendung immer als erstes zu sehen, vor allem da eine Verbrennung nach einer stofflichen Anwendung auch immer noch möglich ist. Und auch Verbrennung würde ich nur in Bereichen sehen, die sehr schwer elektrifizierbar sind. Und dafür ist eben der Flugverkehr ein schlichtes Paradebeispiel. Aber zum Beispiel im Automobilverkehr sehe ich das gar nicht. Und wie wir alle wissen, die Zeit drängt schlicht. Und deswegen ist auch unser Ziel und unsere Hoffnung, dass wir uns einen Beitrag dazu leisten können, diese Technologie so schnell wie möglich vom Labor, aus der Forschung in die Anwendung zu bringen.